Willkommen beim League of Legends Champion Spotlight mit Galio, dem Koloss. Die Schlacht! Ja! Leidet! Na dann los! Gallios Passiv ist demolierender Koloss. Der nächste normale Angriff fügt abhängig von der Magieresistenz zusätzlich Flächenschaden zu. Die Abklingzeit von demolierender Koloss verringert sich, wenn Gallio einen Gegner mit Fähigkeiten trifft. Gallios Q ist Winde des Krieges. Er erzeugt zwei Windböen, die sich bogenförmig aufeinander zubewegen und Schaden zufügen. Treffen die Winde aufeinander, bildet sich für ein paar Sekunden ein Wirbel, der kontinuierlich Flächenschaden verursacht. In Kombination mit dem Passiv kann Gallio mit Winde des Krieges Vasallenwellen schnell plätten. Stell dich einfach richtig hin, damit der Wind sowohl die vordere als auch die hintere Reihe erwischt. Gallios W ist Schild von Durant und tut so einiges. Erstens erhält Gallio ein Schild gegen magischen Schaden, der sich erneuert, wenn er eine Zeit lang keinen Schaden erleidet. Zweitens nimmt Gallio für kurze Zeit eine defensive Haltung ein, wenn er Schild von Durant aktiviert. Solange die Taste gedrückt bleibt, wird er verlangsamt und erleidet verringerten Schaden. Lässt du die Taste los, verspottet Gallio alle gegnerischen Champions in der Nähe. Reichweite und Dauer hängen davon ab, wie lange er in der Defensive war. Die Kanalisierung von Schild von Durant kann nicht durch Massenkontrolle unterbrochen werden, obwohl Gallio selbst nicht dagegen immun ist. Kämpfe beginnt man am besten mit Blitz, gefolgt von Verspotten. Hier lädt Gallio Schild von Durant und geht voran, um mit seiner Verteidigungshaltung Schaden von Varus und Ahri abzufangen. Er blitzt heran, verspottet die Gegner und sorgt für ein kurzes Scharmützel. Steinhart. Gallios E ist durchschlagende Gerechtigkeit. Nach Aktivierung springt Gallio zurück und holt weit aus. Nach einer Verzögerung springt er vor, schleudert den ersten getroffenen Champion und nur den ersten hoch und verursacht Schaden. Mit durchschlagender Gerechtigkeit kannst du keine Mauern überwinden. Blitz funktioniert natürlich trotzdem. Kämpfe lassen sich mit durchschlagender Gerechtigkeit sehr gut beginnen, aber zur Flucht ist sie nur bedingt geeignet. Hier stellt sich Shyvana Gallio in den Weg und blockiert den Sprung, sodass Caitlyn ihm zeigen kann, wie Gerechtigkeit in Piltover aussieht. Gallios Ult ist heldenhafter Auftritt. Er wählt einen Freund in Not und gewährt ihm die Schadensverringerung von Schild von Durant. Dann schießt er zu dessen aktueller Position, wo er alle Gegner hochschleudert und Schaden zufügt. Wer im Zentrum des Einschlags steht, bleibt länger in der Luft. Gallio fliegt dorthin, wo der Verbündete war, als die Fähigkeit aktiviert wurde. Er folgt seinem Kumpel nicht. Und er kann nur durch Massenkontrolle unterbrochen werden, solange er noch am Boden ist. Danach wird er immun. Die Schadensverringerung von heldenhafter Auftritt wird beim Wirken aktiv. Du kannst deinen Verbündeten also einen Extrakick geben, wenn sie sich unter den Turm stürzen. Fiveboard. Willst du Gallio effektiv spielen, ist die Reihenfolge der Fähigkeiten entscheidend. Durchschlagende Gerechtigkeit bringt dich für demolierender Koloss in Reichweite. Schild von Durant sorgt für Treffer mit Winde des Krieges. Triffst du deine Fähigkeiten, gibt dir demolierender Koloss den letzten Rest Schaden. Wenn er seine Lane vorangebracht hat, kann Gallio sich zur unteren Lane aufmachen. Obwohl Caitlyn den Indikator sieht, hält Syra sie fest und sie entkommt Gallios Auftritt nicht. Durch das Hochschleudern kann Gallio leicht Schild von Durant wirken, gefolgt von Winde des Krieges. Wo willst du hin? Zu leicht. Mit heldenhafter Auftritt holt Gallio seine Kumpel aus der Misere, wenn das Timing stimmt. Vayne ist schon so gut wie tot und Gallio kann nichts mehr für sie tun. Da er landet, wo sein Verbündeter war und nicht, wo er hinläuft, ist er auf einmal von bösen, bärtigen Kerlen umgeben. Und Ezreal. Hätte er neben Nami einen heldenhaften Auftritt hingelegt, wäre das Ganze wohl anders gelaufen. Wenn man ein robuster Wächter ist, kann man einfach in den Kampf spazieren. Garens Verstummen hält Gallio nicht davon ab, seine Gegner dank Schild von Durant zu verspotten. Als Braum nicht mehr viel Leben hat, ultet Gallio mitten im Kampf und zeigt Garen, was er unter demacianischer Gerechtigkeit versteht.
Mit durchschlagender Gerechtigkeit schließt er auf, beendet mit Blitz und einem aufgeladenen Schild von Durant den Kampf und holt sich Ezreal und Thresh. Danke, dass du dir das Spotlight mit Galio angesehen hast. Klicke auf die Links, um mehr über den Koloss von Demacia zu erfahren. Hey, Süßer, heute noch was vor?